Minister, hohes Haus, sehr verehrte Damen und Herren. Neue Regierung, alte Politik, Freunde an Wirtschaft statt Gerechtigkeit. Alleine die Tatsache, dass ich hier stehe, führt dieses Wortspiel ad absurdum. Ich bin ein Neuling, ich bin eine Quereinsteigerin. Und die Politik, die hier gemacht wird, ist wirklich alles andere als alt. Der neue Stil in der Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner ist geprägt von Respekt und trotz des freundschaftlichen Umgangs miteinander auch mit dem gebotenen Gefühl für Distanz. Darauf lege ich als Frau besonders Wert und darauf achte ich auch. Umso verblüffender war für mich in letzter Zeit die Tatsache, dass Menschen, die sich Moral an die Fahne heften, wie die mit ihren Kolleginnen und Kollegen umgehen. Wo war sie denn, diese viel zitierte, viel aufgerufene Moral? Unter Kollegialität verstehe aber ich schon was anderes. Und das betrifft mich. Ich war lange Jahre Mentorin und habe jungen Frauen versucht, Selbstwert mitzugeben und Selbstbewusstsein, nämlich auch im Umgang mit raumgreifenden Männern. Gesundheit. Steht als Gesundheitssprecherin, darf ich das auch sagen. Viele Frauen haben am Montag diesen Saal verlassen und obwohl in den sozialen Netzwerken und in den Foren diverser Zeitungen geunkt und gespottet wird, ich möchte an dieser Stelle allen Frauen fraktionsübergreifend dafür danken. Das hat Rückgrat bewiesen und Sie können sicher sein, wir werden auch in Zukunft aufmerksam, ja, das hat nämlich etwas zu tun mit dem Thema, zu dem ich gleich komme, das hat nämlich etwas zu tun auch mit Gerechtigkeit in diesem Haus. Wir werden auch in Zukunft aufmerksam sein, wir werden hellhörig sein und diese Aufmerksamkeit bewahren. Ich fand auch sehr bemerkenswert zum Thema Gerechtigkeit in den letzten Tagen die Forderung nach Offenlegung der Einkünfte. Im Zusammenhang mit 17.000 Euro finde ich das sehr tapfer. Ich kann Ihnen gerne meine Einkünfte offenlegen. Ich habe neben den Einkünften hier in diesem Haus heuer 64 Euro verdient. Das war für einen zweistündigen Vortrag vor Sanitätern zum Thema Krisenintervention und SVE. Ich bin ehrenamtliche Landesleiterin der Krisenintervention und fahre selbst auch Einsätze. Das heißt, wir sind 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche unentgeltlich für Menschen da. Und wenn ich einen Vortrag halte zu diesem Thema, zum Thema Krise, zum Beispiel bei Banken, dann geht das Honorar genau an die Menschen, nämlich an die Ehrenamtlichen für Winterjacken. Ich bin übrigens gerne bereit, all jenen, die das Bedürfnis haben zu spenden, eine Liste zur Verfügung zu stellen. Glauben Sie mich, kommen viele Haushalte, und da rede ich nicht von den traditionellen Hausbesuchen, sondern da rede ich davon, dass ich in Familien bin, wo im Moment, wo ich dort auftauche, kein Stein auf dem anderen bleibt. Und ich lasse mir von Ihnen sicher keine soziale Kälte attestieren. Ich nehme das, was ich hier tue, in diesem Haus sehr ernst, auch als Gesundheitssprecherin, und arbeite im wirklich guten Zusammenhang und Zusammenarbeit mit meinem Pendant, mit Brigitte Povisil. Wir werden dieses solidarische Gesundheitssystem, das Österreich Gott sei Dank hat, bewahren und weiter verbessern. Wir arbeiten konzentriert und im Konsens und ich verstehe mich gut mit meinen Sitznachbarinnen und Sitznachbarn. Das wird auch so bleiben. Dankeschön.